Solltest du dein Marketing in-house abwickeln, ja oder nein? Der Frage gehen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund. Und bevor wir zum Video kommen, gib uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Wir sehen uns gleich wieder. So, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker von der A&M. Und wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, sollte ich mir Marketing in-house in Form von einem Mitarbeiter ja quasi einstellen oder sollte ich das über eine Agentur lösen? Was ist sinnvoller? Was sind die Vor- und Nachteile? Und um das Ganze schon mal vorwegzunehmen, du kannst dir natürlich denken, es ist, ich will nicht sagen, nicht sinnvoll, sich dafür jemanden in-house abzustellen. Es kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Aber wenn du wirklich mit Marketing starten möchtest, wenn du messbares Marketing haben möchtest, wenn du auch mit deinem Marketing die Absicht hast, messbar Geld zu verdienen, dann ist der einzig sinnvolle Weg, sich dafür eine Agentur ins Boot zu holen. Und es gibt noch so ein paar andere Punkte, die wir gleich durchgehen, aber das schon mal vorweg. Ich sage nicht, dass es sinnlos ist, sich dafür jemanden ins Haus zu holen. Ab einer gewissen Betriebsgröße macht es ja unter Umständen sogar Sinn, sich da jemanden hinzusetzen, der eben die Verantwortung für das Marketing hat, der sich um die einzelnen Marketingkanäle eben kümmert. Aber wenn es wirklich darum geht, Geld in bezahlte Werbung zu stecken, Facebook, Google oder andere Netzwerke, die man eben benutzen kann, dann macht es Sinn, das Ganze über eine Agentur zu machen. So, und der erste Punkt, den ich hierher auf jeden Fall mitgeben möchte, ist das Thema Planbarkeit bzw. auch Sicherheit. So, du kennst das bei dem Unternehmen, Mitarbeiter werden krank. Ganz einfaches Thema. Mitarbeiter können auch mal ein oder zwei Wochen krank sein, den halben Monat. Also, und von daher kann es passieren, wir sehen das ja bei uns täglich in der Arbeit, Facebook-Kampagnen müssen zum Teil wirklich täglich überwacht werden. Ja? Wenn du heute quasi eine Fehlermeldung bei Facebook bekommst, sagen wir jetzt mal, Werberichtlinien wurden überarbeitet und die Person, die sich darum kümmern soll, ist krank, Facebook-Konto ist gesperrt, keiner weiß so richtig, was los ist bei euch im Unternehmen, dann hast du ein Problem. Also ein Problem in Anführungsstrichen, du kannst halt diese eine oder zwei Wochen keine Werbung machen. So, vielleicht sogar noch länger, da kommen wir gleich zu. Aber für diese Zeit, wo der Mitarbeiter nicht da ist, dem das ganze Know-how gehört, in Anführungsstrichen, kannst du keine Werbung machen. Das ist ein Riesenproblem, weil du gibst natürlich, also wenn du dir jetzt eine Agentur holst oder einen Mitarbeiter, du gibst natürlich immer Know-how ab. Entweder an den Mitarbeiter, der sich dann darum kümmert, oder an eine Agentur. Bei einer Agentur ist aber der Vorteil ganz simpel, die sind immer erreichbar, das ist deren Geschäftsmodell. So, die haben im besten Fall mehrere Mitarbeiter, die sich um deine Kampagne kümmern können, da ist immer jemand da, du hast solche Verlustzeiten einfach nicht. So, und jetzt kannst du dir überlegen, wenn du vielleicht 50% von deinem Umsatz über bezahlte Werbung machst und die ganze Sache ist zwei Wochen vielleicht mal offline, dann ist das am Ende des Monats nicht gut, das merkt man schon. Und von daher sollte man versuchen, solche Downtimes, so nennen wir sie jetzt einfach mal, ja, einfach zu minimieren. Risiko Nummer zwei, was ich dir mitgeben möchte, und das ist eine Sache, die schiebt man immer so ein bisschen gerne zur Seite, aber ich kann dir sagen, bei uns in der Realität ist das so schon vorgekommen und auch häufiger, als man es am Anfang dachte, ist einfach das Risiko, dass du nicht weißt, wie lange ein Mitarbeiter bei dir sein wird. So, das ist eine ganz einfache Geschichte. Es kommt natürlich darauf an, wen du da gerade sitzen hast, aber es ist natürlich so, du hast da einen Mitarbeiter, du fütterst den ja quasi mit Know-how, du schickst ihn vielleicht auf Lehrgänge oder du bildest ihn irgendwie anders aus oder er bringt schon das mit, was er gerade kann. Und dann hast du da jemanden sitzen, der es ja im besten Fall schafft, erfolgreich Leads im Internet zu generieren über bezahlte Werbung. So. Und jetzt kann es ja passieren und wie gesagt, das sind jetzt keine Sachen, die ich mir ausdenke, das ist so bei uns in der Realität tatsächlich schon passiert, dass wir ja leider Partner hatten, die mit uns die Zusammenarbeit pausiert haben, weil sie gesagt haben, okay, ich mache das in-house. In einem halben Jahr haben wir dann wieder zusammengearbeitet und zwar aus dem Grund, dass der Mitarbeiter, der da war, auf einmal nicht mehr im Unternehmen war. So. Das kann ja auch völlig logischerweise passieren. Die Person kündigt, weil sich vielleicht privat bei der Person irgendwas geändert hat. Sie ist weggezogen, sie hat vielleicht irgendwo jemanden kennengelernt, ist dahin gezogen oder es haben sich einfach die Lebensumstände geändert, dass diese Person nicht mehr bei dir arbeiten kann oder möchte. Eine andere Sache, die auch so in der Realität schon passiert ist und die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, wenn die Person einmal erkennt, hey, ich habe hier jetzt was gelernt, ich habe jetzt eine Fähigkeit quasi erlernt, mit der ich Kundenanfragen generieren kann, dann ist vielleicht auch mal der Gedanke, sich damit einfach selbstständig zu machen. Ja, das heißt, eine Agentur aufzubauen in dem Bereich, also der Weg dahin ist erstmal relativ schnell gemacht, das Ganze groß und erfolgreich zu machen natürlich nicht, aber der Weg jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich mache eine Agentur auf, das geht relativ schnell. Und da haben wir wirklich Beispiele bei uns in der Realität, bei ja, anderen Marktteilnehmern quasi gesehen, wo das genauso passiert ist. Das heißt, da wurden Leute eingestellt, die sollten sich ums Marketing kümmern. Die haben das auch okay gemacht, aber die haben irgendwann ihren Eigennutzen gesehen, haben gesagt, okay, ich mache mich ja selbstständig und für dich ist auf einmal die Situation nicht gut, weil du hast ja natürlich jemanden ins Unternehmen geholt, weil du dich nicht selber großartig mit der Materie auseinandersetzen möchtest. Die Person ist auf einmal weg, vielleicht gab es keine Zeit oder auch keinen Nachfolger, dem das Ganze hätte beigebracht werden können. Und ja, schon hast du auf einmal ein Loch in deinem Marketing und musst das irgendwie anders besetzen können.
Der dritte Punkt, den ich hier mitgeben möchte, und das ist meiner Meinung nach auch der absolut größte Punkt, der eigentlich unumstößlich ist, ist das Thema Know-how. Ja? Es ist wirklich fast egal, wen du dir da ins Unternehmen holst. Es ist nicht möglich, als Einzelperson quasi gegen den Effekt von so einer Agentur anzukommen. Also es gibt vielleicht auf der Welt Marketer, die das können, aber die sind für diesen einen Einzelfall wahrscheinlich nicht bezahlbar und auch ja, gar nicht bereit dazu, das zu machen, das weiß ich nicht. Aber du kannst dir das Ganze ganz einfach vorstellen, jetzt bei uns bei der Agentur A&M. Wir haben über 700 Partner, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten und es werden jeden Tag mehr. So. Jetzt ist es so, wir haben unglaublich viele Synergieeffekte, die sich daraus ergeben. Ja, du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt eine Sache bei einer Kampagne umsetzen und die funktioniert überragend gut, dann können wir damit zu anderen Partnern gehen und das für diese Partner eben adaptieren. Wenn wir sehen, okay, Partner XYZ hat jetzt gerade das Problem, dass er nicht mehr an Material rankommt, hat jetzt nichts mit der Kampagne zu tun, aber mit dem Markt an sich. Partner XYZ kommt nicht mehr an Material ran und die anderen Partner haben das gleiche Problem auch. Der eine Partner kann das lösen, dann können wir dieses Wissen quasi transferieren. Ja, können eben sagen, hey, pass auf, wir haben gesehen, das und das und das funktioniert sehr gut, versuch's doch einfach mal. So, das heißt, das, was wir jeden Tag an Know-how quasi zusammensammeln, pro Tag, das könnte wahrscheinlich eine einzelne Person durch vielleicht Testen oder durch Lehrgänge oder irgendwas in der Richtung, wobei Lehrgänge da auch meistens sehr veraltet sind, könnte die wahrscheinlich in einem Jahr gar nicht zusammenbekommen. So, das ist einfach sehr unrealistisch, dass das funktionieren kann. Geht natürlich auch so weit, wenn wir jetzt über Medien sprechen, wie zum Beispiel Facebook, wie zum Beispiel Google, dann bist du ja auch immer so ein bisschen abhängig von der Plattform. Das bist du mit einer Agentur auch, gar keine Frage. Aber wir als Agentur, wir haben einen ganz anderen Hebel, wenn es darum geht, mit Facebook zum Beispiel zu kommunizieren. Ja, das ist das Beispiel, was ich vorhin kurz meinte. Wenn zum Beispiel dein Werbekonto gesperrt wird, und das muss man fairerweise sagen, passiert ab und zu mal, mehr oder weniger regelmäßig. Also jemand, der mal ein Jahr lang Werbung macht, der wird das wahrscheinlich schon mal erlebt haben. Dann kannst du natürlich jetzt deinen Marketingmitarbeiter nehmen und sagen, kümmere dich darum, das ist dein Bereich. Diese Person kann dann zu Facebook gehen, kann gewisse Anträge stellen, kann sagen, hey, ich brauche hier Hilfe, aber viel mehr kann denn auch gar nicht passieren. So, wenn du vielleicht ein gewisses Tagesbudget hast, dann wirst du bei Facebook immer in so Stufen unterteilt. So, und je nachdem, wahrscheinlich, je mehr man da ausgibt, desto eher bekommt man da dann auch Hilfe. Beziehungsweise desto schneller höchstwahrscheinlich. So, und deswegen kann es passieren, dass da eben statt 2 Wochen Downtime oder seit einer Woche Downtime, dass da irgendwie ein paar Monate draus werden, weil das Problem einfach nicht gelöst werden kann. So, und wir als Agentur haben eben die Möglichkeit, zu Facebook zum Beispiel zu gehen und zu sagen, hey, wir haben hier ganz viele Kundenkonten, die funktionieren. Wir haben ein Konto, das funktioniert gerade nicht so gut. Da machen wir es genauso wie da. Es gibt eigentlich keine Unterschiede. Bitte lass uns hier schnell irgendwie eine Lösung erarbeiten. So, und Facebook ist natürlich so gestrickt, dass wir da als Agentur einen anderen Hebel haben, gerade was das Thema Ansprechpartner angeht. Das heißt, wir können viel, viel schneller dieses Problem lösen und können schaffen, das haben wir auch schon in der Vergangenheit geschafft, so ein gesperrtes Werbekonto in einer extrem kurzen Zeit wieder frei zu bekommen. Das wäre mit einer Person einfach nicht machbar. Das heißt, selbst dieser Gedanke, je nachdem natürlich, was du dir dafür eine Agentur holst, aber das ist ja meistens so der initiale Gedanke, dass man versucht, sich eine günstigere Lösung zu holen oder eine Lösung, mit der man irgendwie mehr Flexibilität hat, der tritt eigentlich gar nicht ein. Weil du wirst hier langfristig, selbst wenn du jetzt einen Mitarbeiter findest, der günstiger ist als eine Agentur, von der du vielleicht mal ein Angebot bekommen hast, dann wirst du dir einfach dadurch langfristig höchstwahrscheinlich schaden. Es wird wahrscheinlich auch teurer werden, weil eine Person kann sich nicht um dieses Konstrukt so gut kümmern wie eine ganze Firma. Das ist, denke ich, klar. Das heißt, da gibt es wirklich extreme Unterschiede. Wenn du nochmal, wie gesagt, das Ziel hast, mit deiner Werbung gezielt Geld zu verdienen. Es gibt ja auch andere Konstrukte, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt 4 Postings oder so im Monat machen bei Facebook. Auch da würde ich eine Agentur empfehlen, ja, weil die wissen einfach, was sie machen. Die sehen, was für Postings woanders gut ankommen. Aber wenn es wirklich darum geht, ich stecke hier Geld in eine Plattform und ich erwarte davon einen gewissen Geldrücklauf, dann musst du einfach wirklich dafür sorgen, dass du dir Profis ins Boot holst, die das jeden Tag machen, die auch schon dafür gesorgt haben, dass es bei anderen klappt und die das einfach gesagt auch beweisen können. Und du solltest dann im besten Fall mehr als eine Person haben, von der das Ganze abhängig ist. So, das hast du bei einer Agentur natürlich auch, weil es eine ganze Firma ist. Da gibt es noch zig andere Gründe, die dafür sprechen. Das sind aber so die 3 Hauptgründe. Wenn du dazu Fragen hast, beziehungsweise wenn du für dich jetzt realisiert hast, okay, ich brauche da Hilfe in dem Bereich einer Agentur, dann komm gerne auf uns zu. Besuch unsere Homepage, besuch diesen YouTube-Kanal, guck dir die anderen Videos auf jeden Fall an. Lass uns gerne einen Kommentar da, wenn es eine Frage gibt. Und ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß bei den nächsten Videos.